Aber jetzt müssen wir aufpassen, sonst geht uns das Auto gleich noch flöten. Nein. Ich spring da rein. Hallo und herzlich willkommen hier auf Brian's Corner mit einer weiteren Folge zu Super Mario Maker 2. Wir schauen erneut in die endlose Herausforderung rein und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. 334 Level konnten wir im letzten Video beenden. Wir haben noch 94 Leben zur Verfügung. Ja, da müssen wir uns auch eigentlich keine Sorgen machen, dass hier irgendwann mal unsere Endlos-Herausforderung zu Ende geht. Ich würde sagen, wir gehen auch umgehend wieder rein und lassen uns natürlich heute mal wieder überraschen, was für tolle Level Nintendo uns denn heute anbietet. So, Fun Math. Wir müssen mindestens 2 P-Schalter lösen. Ach krass, okay. Die Vorgabe hatte ich in der Form auch noch nie gehabt. So, jetzt habt ihr oben, ne, ja, stehen. Das stand ja auch hier in der Beschreibung, wenn wir kurz nochmal reingehen, ne. Fun Math. Wir müssen hier Rechenaufgaben lösen. Wir hoffen, dass die nicht so schwer sind. Jetzt seht ihr oben, ne, 3 plus 1 ergeben normalerweise 4. Jetzt weiß ich halt nicht, was wollen die jetzt? Soll ich da jetzt aufdrücken, oder... Ja, 4. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, gehen zumindest die Blöcke jetzt hier unten weg, ne? Ist das jetzt gewollt? Was haben wir hier? 4 minus 2 sind 2. Irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt hier irgendwie verlangt wird. Wir müssen mindestens 2 P-Schalter lösen. Hätten wir jetzt einfach... Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt irgendwie... Weiß ich nicht, einen bestimmten Block oder so betätigen mit dem Ergebnis oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also wir müssen wohl nochmal von vorne starten. Aber in dem Fall ist es wohl so, dass jetzt einfach nur die Zahl jetzt hier runterfällt. In dem Fall, ne? Wenn es jetzt zum Beispiel 4 gewesen, ne? 3 plus 1. So, jetzt sollten vielleicht die Blöcke wiederkommen. So, jetzt können wir auch einfach hier den P-Schalter betätigen. Und das war's dann auch schon. Ja, ist ja zumindest lustig, ne? Dass die Zahl dann so runterfällt, ne? Also, die ganz kleinen dann als Bestätigung... ob sie richtig oder falsch liegen. Doch, ganz nett gemacht, aber ich habe es beim ersten Mal einfach nicht gerafft, was jetzt überhaupt verlangt wurde. Wir müssen mindestens 2 P-Schalter lösen. Naja, sei es drum, wir haben es beendet. Gehen ins nächste Level rein. Eggman ist das nächste Level. Ja, auch hier hatten wir schon mal ein Level im Pac-Man-Style. Es ist aber auf jeden Fall ein anderes Level. Jetzt seht ihr rechts auch nochmal, ne, das Pac-Man-Figürchen. Okay. Nein! So, hier müssen wir auch berücksichtigen, dass hier noch eine... dass hier noch rote Münzen sind und entsprechend irgendwo dann noch ein Schlüssel benötigt wird. Hier zum Beispiel ist noch die Tür. Hier rechts hatten wir eben auch schon was gesehen. Achso, da können wir dann erst weiter, ne? Okay, alles klar. Ich verstehe. So, erstmal hier alles mitnehmen. So, wir gehen jetzt erstmal hier den sicheren Weg. Nein, was mache ich denn? Nein.
Ey. Was war das jetzt wieder für eine Nummer? Okay, komm. Ich schnell beenden das Ganze. Weil wie viele Leben jetzt wieder hier draufgegangen sind. Für nichts. Für nichts und wieder nichts. Aber trotzdem, die Idee ist cool. Rekord nehmen wir auch noch mit, sehr gut. Okay, Level 336 beendet. Gehen weiter. Tank. Okay, wir müssen das Ziel im Cooper-Auto erreichen. Bin gespannt, was jetzt hier kommt. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst geht uns das Auto gleich noch flöten. Nein. Ich spring da rein. Ach, herrje, ey, das ist doch ein Scherz. Nein. Ich spring da rein. Also... Wenn wir jetzt ein drittes Mal mit dem Auto gegen die Wand gefahren wären, dann wäre das Auto auch Schrott gewesen. Deswegen ist auch mal zum Schluss der Puls ein klein wenig nach oben gegangen. Tarino mit Auto? What? Jo. Okay. Gut, in dem Fall haben wir jetzt ja nicht die Vorgabe, dass wir das Ziel mit dem Auto hier erreichen müssen. Daher würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach darüber und dann hat sich das Thema auch erledigt. 10 Sekunden der Weltrekord, sehr gut. Gehen sofort ins nächste Level rein. Bomb-Bomb-Ship. Okay. Wir hier gleich nochmal ein Boss-Fight. Haben wir auf jeden Fall einen Autoscroller. Das wäre eigentlich auch viel zu selten haben, wie ich finde. Okay, jetzt gehen wir erstmal wieder hier runter. Ah, Carmack ist auch am Start. Jo. Okay. Das klar, Feuerblume ist am Start. Nein, ich wusste es. Ach Mensch. So, jetzt werden wir sicherlich zum Bosskampf kommen, oder? Ja, sehr gut. Na, ist mich zu früh aufgesprungen.
Ja. Kann sagen, ne? Das Ziel wird wahrscheinlich jetzt kommen. Aber doch. War doch ganz okay, das Level. Lassen wir mal ein Herz da. Ey, wie knapp sind wir jetzt am Rekord vorbei geschreddert? Krass. Okay. Ja, war doch recht solide, ne? Also, so my first course ist das nächste Level. Wir müssen zwei Glutfische besiegen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich geht das nur mit dem Stern, oder? So, jetzt. Nein! Das ist doch ein Scherz. So, und jetzt hier rüber. Könnten auch noch die Münzen hier mitnehmen. Machen wir mal. Diese Blöcke da links oben, die haben es gerade eben versaut, ne? Die haben es im ersten Versuch kaputt gemacht, das Ganze. Naja, sei es drum. Level ist beendet. Der Rest ist egal. So, japanisches Level. Jetzt müssen wir wieder P-Schalter lösen. Zwei Stück in dem Fall. Irgendwie weiß ich jetzt gar nicht, was jetzt hier irgendwie verlangt wird. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich... Ja, okay. Kein versteckter Block mehr, oder wie sieht das aus? Alles klar. Mal eben checken, ob hier noch irgendwo... Komm ich auch nicht dran, oder? Irgendwann später. Ich habe keine Ahnung, ich muss nochmal neu starten. Nee, keine Ahnung. Ich sehe mich hier gezwungen, das Level zu skippen. Ich habe echt keine Ahnung, was hier verlangt wird. Bin komplett überfragt, um ehrlich zu sein. Ganz ehrlich, also... Nee, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich skippe das Ganze jetzt einfach. Sollte wer von euch Lust und Zeit haben, sich das mal anzuschauen, bitte gerne. Und schreibt in die Kommentare, wie man es macht. Ich habe echt keine Ahnung. Bonus Chaotic Robotic Arm. Okay, das hört sich interessant an. Okay, wir lassen Yoshi da jetzt erstmal. Nirgends rein. Okay. Gehen wir durch die Röhre. Ja. Nein. Schnell hier rüber. Vorsicht. So, nochmal drauf da. Sehr gut. Alles klar, schnell durch die Tür hier. Ganz schnell da durch. Rosa ist am Start.
So, wir checken jetzt erstmal hier die Gegend ab. Ja, okay, da unten ist nichts. Dann gehen wir hier durch die Tür. Wieder durch die Röhre. Alles klar, sehr gut. Gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal hier weiter. War dann doch nicht ganz überzeugend, das Level. So, mal gespannt, was wir jetzt hier erwarten können. Der Name ist zumindest schon mal komplett nichts aussagend. Was nicht immer irgendwas heißen muss. Ich weiß nicht, ob ich das da rein wollte. Okay, aber hier ist auf jeden Fall das Ziel, also... Nein, ich war doch schon da. So. Gehen wir jetzt einfach hier und beenden das Ganze doch, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Schnell weiter. 6 Sekunden liegt der Weltrekord. Junge, Junge, Junge. Okay, nächster Level. 342 stehen wir aktuell. 1.1 Tsunami Edition. Okay, jetzt warten wir erstmal. So, jetzt aber. Alles klar. Nein! Das war so klar, ne? Das war so klar. Komm, geh hoch. Oh, Stern ist... Ey, wage es dich. So, jetzt ganz schnell hier durch. Nein, das ist das Ziel. Nein. Jetzt komme ich da. Komm, schnell, 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 schnell. Oh. Diese Wasserlevel, ne? Diese Wasserlevel, die machen mich immer und immer wieder fertig. GQ Disaster. Okay. Schauen wir erstmal, wohin uns das hier führt. Ha. Komm. Das war keine gute Idee. Aber durch die Markierung im Feuer oder beziehungsweise in der Lava konnte ich sehen, dass ich nicht der Einzige bin, der das Ganze versucht hat. So, gehen wir durch die Tür. Okay, jetzt sind wir auch hier. Ja, alles klar. Gehen mal hier durch. Keinen blassen Schimmer, was hier abgeht. Ja, komm, wir gehen mal da rein. Ich bin da mal extrem vorsichtig. Ah,
ist klar. Feuerblume. Können wir jetzt rechts wieder raus? Ne, hier ist ein Miauser. So, Feuer drauf spammen. Na, komm schon. So, Schlüssel haben wir. Sehr gut. Durch die Röhre. Hier, da ist auch schon das Ziel. Ja. Da haben wir es auch geschafft. Sehr schön. Nein. Hast du ein Herz da? Komm, wir machen es mal. Für I am Adam. So, 12.499 stehen wir jetzt aktuell in der Weltrangliste. Lemmy's Big Troll. Na, gespannt, was das jetzt hier gibt. Nee, warum mache ich das überhaupt? Häufig einfach der beste Weg, ne? Einfach durchrennen. Einfach wie ein Bekloppter durchrennen. So, japanisches Level. Oh, Zeit läuft. Ja, nein. Yes. Nein. Oh, Mist. Okay, jetzt nochmal aufpassen. Dass ich hier nicht zu hoch springe. So nämlich. Sehr gut. Ah, der Speedrun ist gut. Das ist das Ziel. Okay. Ich habe jetzt noch 5 Sekunden auf der Uhr gehabt. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, das Ganze. So, gehen natürlich weiter. Ja, wieder ein japanisches Level. Keine Ahnung, was uns... Ich wusste das. Ich hätte da schon eigentlich Wetten für angenommen, dass das jetzt kommt, ne? So, aufpassen. Es geht auf jeden Fall noch weiter. So, jetzt können wir auch entspannt ins Ziel springen. Ja, nehmen wir gerne mit. Aber ich hätte gerne jetzt nochmal in diesem Video nochmal so einen richtigen Brecher, ne? Das wäre schon schön. Happy Days ist das nächste Level. Jo, das war knapp. Alles klar. Wollen wir da rein? Ja, wir wollen da rein. Bye.
Ah, sehr cool, sehr cool. Gehen wir mal rein, checken mal, was hier abgeht. Hier ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Den schnappen wir uns mal. Jo. Ja, okay, da ist das Ende. Ja. Fand ich okay. Lass mal mein Herz da, würde ich sagen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wie eben schon gesagt, ne? Also jetzt nochmal. Nochmal ein Brecherlevel, ne? Das wäre schon. Wäre schon schön. Also wir müssen alle Bullies besiegen. Okay, die schieben sich gerade selber darunter, oder? Was geht da? Ja, ihr seht, ne? Ich bin wieder ein klein wenig sprachlos. Notblock on Cloud. Mhm. Okay, okay, okay. Gehen wir mal durch die Röhre. Nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, so, hier durch. Nein! Okay, Checkpoint, alles klar, sehr gut. Hm. Oh ja, die Feuerblume packen wir auf jeden Fall rein. Weil wer weiß, was hier noch alles passiert. Was geht jetzt ab? Checken, ob wir hier rein können. Das geht ja gar nicht, ne? Ach, hier geht's weiter. Ach so, ich dachte schon, hier wäre irgendwie der Abgrund. Nein! Das ist doch ein Scherz. Jo, was geht hier ab? Alle Münzen brauchen wir jetzt nicht mitnehmen. Okay, da kommen wir jetzt wieder raus. Alles klar. Komm mal nicht drüber, ey. Die Frage. Nein. Wir bleiben jetzt mal hier drauf. So, dann kommen wir nämlich hier auch rüber, sehr gut. So, hier durch. Jetzt beten und hoffen, dass wir jetzt irgendwann mal zum Ende kommen. Jo! Das war jetzt auch wieder recht wild, das Ganze, ne? Aber irgendwie hat es was gehabt. Irgendwie hatte es etwas. 150 Level haben wir beendet. Und ich würde sagen, wir gehen noch in das Level hier rein. Und dann legen wir nochmal ein Päuschen ein. Wir müssen 5 Münzen mindestens sammeln.
Das ist schon wieder etwas, bei dem ich nur verlieren kann. Oh, no. Ach du grüne Neune. Checken mal eben ab, ob hier nicht vielleicht irgendwie noch andere Münzen sind. Jo! Boom! Zwei Versuche hat es gebraucht. Ey, sind wir mal ehrlich, ne? Da hätte man jetzt die Uhr nachstellen können, dass das nicht, was wir am Anfang gesehen haben, dass das wirklich gewollt war, da die Münzen. Also es geht. Das ist nicht nur das Problem. Das geht, aber das ist schon echt extrem schwierig. Deswegen, es konnte nur so etwas sein wie, keine Ahnung, versteckte Blöcke, irgendwo Münzen versteckt. Ja, aber mit uns, ne? Mit uns machen die sowas nicht. Oh Mann, ey, was war das denn jetzt wieder? Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ne? Das war jetzt das letzte Level für das heutige Video. Im nächsten Video geht es natürlich an der gleichen Stelle weiter. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Wenn ihr einmal den Gefällt-mir-Button drückt, wenn ihr in Zukunft keine weiteren Videos hier verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Habt mal eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.